Ja, guten Nachmittag. Schöne Grüße von der Anke Parson. Die erholt sich und ihr geht es wesentlich besser, wenn sie weiß, dass das jetzt nicht ausfällt, sondern ich sie vertrete. Und ich freue mich und habe die Ehre, euch vom Holzmarkt zu berichten in Berlin. Ich weiß, dass mindestens eine Handvoll Leute schon den Holzmarkt kennen, da schon waren. Können wir einmal die Hand heben, wenn jemand schon mal auf dem Holzmarkt war in Berlin? Schon mal jemand eine Präsentation darüber gehört? Okay. Gut, für euch fünf gibt es ein paar Wiederholungen, insbesondere weil ich auch den Holzmarkt nicht mitgegründet habe. Ich bin seit anderthalb Jahren dabei, aber ich bin Stadtplaner und damit einer der zwei von dem Kollektiv der 300 dort, die fachlich aus der Richtung kommen, was der Holzmarkt jetzt eigentlich macht. Jetzt sind es neben natürlich der Kultur, der sie schaffen, sind das Projektentwickler und Leute, die sogar Quartierentwickler, wenn man so will. Und Anke ist Architektin, ich bin Stadtplaner und vielleicht färbt das nochmal ein bisschen den Blick da drauf. Also heute Holzmarkt, morgen Eckwerk und heute Holzmarkt aus der Sicht ein kleines bisschen gefärbt der Stadtplanung. Okay. Titel: Nomaden der Subkultur verändern ihre Stadt, das Holzmarkt als Experiment. Bevor wir reingehen, muss ich euch ein kleines bisschen Kontext geben. Der Kontext heißt Mediaspray, vielleicht auch einigen Begriff. 2008 eine Initiative und davor schon lang Gedanke von der Stadt und Investoren, die Medienindustrie zurück an die Spree zu bringen in Berlin, weil Berlin hat für Hauptstadtstatus ja relativ wenig Industrie. Und das ist der Versuch, die Freiflächen, die es an der Spree gibt, insbesondere im Osten der Stadt, mit dem Ziehen von der Medienindustrie, unter anderem auch dem Abziehen der Medienindustrie aus Hamburg, die Berliner Innenstadt zu reaktivieren. Das ist ein Riesenstadtplanungsprojekt letztendlich oder ein Stadtentwicklungsprojekt. Das hier ist ungefähr der Ausschnitt von Mediaspray. Das sind 3,7 Kilometer von der Janowitzbrücke bis zur Elsenbrücke mit vielen Projekten, viele, die schon realisiert sind und viele, die jetzt aktuell gerade im Bau sind. Also wer jüngst in Berlin war, wird die Mercedes-Benz-City hier gesehen haben, wo sich gerade 10, 15 Kräne 24 Stunden im Kreis drehen. Das ist ungefähr die Architektur. Man könnte auch noch 30 andere Bilder zeigen von den Mediaspray-Bauten. Das ist Glas und Stahl und beherbergt Büros. Jetzt kommen auch noch Wohngebäude teureren Standards hinzu. Der Treptower ist nicht von Mediaspray, aber letztendlich doch repräsentativ. Berlins höchstes Bürogebäude mit 125 Metern, weil hoch ist es bei uns ja bekanntlich nicht. Und wir sind da eigentlich mittendrin. Der Holzmarkt ist da, nicht mittendrin, aber ist Teil des Mediaspray-Gebiets. Also hier in weiß umrandet das Holzmarktgebiet und dann gestrichelt noch der westliche Ausläufer von Mediaspray. Und ganz links sieht man den Fernsehturm. Also letztendlich vom Holzmarkt zum Fernsehturm kann man in 10 Minuten laufen. Wir sind ganz, ganz zentral in Berlin. Aber wenn man einmal ein bisschen näher hinschaut, sieht man, das sind um uns herum die Gebäude, die aktuell leer stehen. Und nicht leer stehen, weil sie gerade gebaut sind und noch keinen Einzügler gefunden haben, sondern die einfach leer stehen, teilweise besetzt sind und teilweise einfach leer stehen. Das sind alte Wohngebäude sowie alte Fabrikgebäude. Das sind all die Gebiete, die entweder brach liegen oder in den nächsten halben Jahr transformiert werden. Das sieht wiederum nicht so aus, als ob das das Zentrum von Berlin ist. Also um uns herum gibt es ganz viele Potenzialflächen. Und hier sieht man einmal drüber die Institution der Subkultur seit der Wende. In gelb die Punkte sind subkulturelle Institutionen, meistens Techno-Clubs, die, naja, die aktuell laufen. Und in weiß die zugemacht haben. Also, der Holzmarkt hat er angefangen mit der Bar 25, gehe ich nachher drauf ein, das ist hier der weiße Punkt, zugemacht natürlich. Auf der anderen
Wow. Hier der Tresor von Dimitri Hegemann, vielleicht der ein oder andere in Berlin schon mal eine Clubnacht erlebt. Der Kater Holze hier auf der anderen Seite, wo wir waren, aber das zeige ich noch Bilder. Also, was man hier sieht, sind natürlich, wir sind relativ nah an der Mauer, die Mauer ist gefallen und es gab viel kreatives Potenzial aus West-Berlin, was dann nach Mauerfall in Ost-Berlin und ich kann nicht aus Erfahrung berichten, freie Flächen gefunden hat, um sich zu entfalten. Weil einfach Fabriken zugemacht haben, aus Ost-Berlin die staatlichen Fabriken, Gebäude am Mauerstreifen wurden frei, Besitzstrukturen waren nicht klar, es gab Platz, sich zu entfalten. Ja? Und das sieht man hier ganz besonders. Und diese Institutionen der Subkultur haben eigentlich immer dasselbe Muster gehabt. Sie haben sich einen Raum gesucht, der gerade da war, haben sich dort entfaltet, bis traditionelle, konventionelle Stadtentwicklung sie vertrieben hat. Oder vielleicht haben sie auch irgendwas dazu beigetragen, dass traditionelle und konventionelle Entwicklung kam, weil diese Clubs und auch die Kreativszene nicht nur in Berlin und nicht nur in den letzten 20 Jahren, sondern es ist ja ein weltweites Phänomen, trägt auch ihren Teil dazu bei, einen Platz attraktiv zu machen für konventionelles Kapital. So, ein paar Beispiele. Kiki Blofeld, sehr beliebter und berühmter Club gegenüber unserer Terrasse. Jetzt das Spreefeld. Spreefeld ist ein wunderbares Projekt, ein schönes genossenschaftliches Wohnbauprojekt. Gibt es gar nichts gegen zu sagen. Aber natürlich dulden die nicht so einen Club nebenan. Der Young African Arts Market, YAM, nicht die aktuelle Lage, sondern die noch davor, musste weichen wegen dem Projekt. Die Bar 25, der Vorreiter unseres Projektes, musste weichen wegen dem Projekt. Der Kater Holzig, unsere Ausweichlocation, musste weichen wegen dem Projekt. Und so geht es weiter, ein ganz normaler Rhythmus. Und da ist natürlich irgendwo das Gefühl, nicht nur von den Clubbesitzern, sondern auch, wenn man ganz Mediaspray ansieht, der normale Bürger oder viele haben das Gefühl, die Stadt steht zum Verkauf. Und das Gefühl stimmt. Das sind die Bodenpreise von 2007 bis 2012, prozentualer Wandel. Ja? Unser Projekt ist hier. Wir sind hier, sieht man nicht, plus 60% Bodenpreisanstieg in 5 Jahren. 0%, 200%, aber die letzten 5 Jahre sind interessant. 540%, 380%. Das ist ein Boden, das ist einfach der Bodenpreisindex, der errechnet wird über verkaufte Projekte. Also es ist keine Bewertung, die ist eine empirische Bewertung, die einfach ein Durchschnitt ist von verkauften Projekten. Also da dreht sich was. Und das ist der Kontext, in dem der Holzmarkt sitzt. Und es ist wichtig zu verstehen, um auch die Besonderheit des Projekts zu verstehen. Es ist nicht irgendwo auf einem Land, es ist ein sehr politisch umkämpftes und mit einem Kapitalinteresse umkämpftes Gebiet. So, der Holzmarkt. Vom Hedonismus über Protest zur Stadtentwicklung von unten. Hier seht ihr den Holzmarkt unten. In weiß seht ihr das Baurecht, was auch noch aktuell da ist. Also man erkennt dieses Mediaspray-Baurecht. Und hier drüben sieht man das Eckwerk. Ich bin Projektleiter vom Eckwerk. Aber das Eckwerk, um das soll es heute nicht gehen, sondern das kann ich morgen im Talk nochmal was zu sagen. Heute soll es um die Gesamtidee bzw. den Holzmarkt gehen. Das ist das Stück Land. 20.000 Quadratmeter, also keinesfalls klein. Und das war der Holzmarkt 1890. Zu Kaiserzeiten hat man da einfach, die Schiffe kamen da an und haben Holz abgelegt. Und das wurde in der Stadt Berlin verwendet. Daher der Name Holzmarkt. Aber unsere Geschichte fängt an 2006 mit der Bar 25. Die Bar 25 war auf diesem Teil des Holzmarktslands. Vielleicht war jemand schon mal in der Bar 25? Charles? Wahnsinn. Möchtest du den Vortrag halten? Ja. Also, Charles hat das Land so gesehen, als 2006 eine Gruppe von, ja, weiß ich nicht wie viel, 5 im Kernteam und ganz, ganz vielen Freunden,
die Bar 25 aufgebaut haben. Das war eine industrielle Brache und man wusste, man wird dort nicht alt werden. Man wusste, das ist eine temporäre Zwischennutzung. Und dann hat man das Land transformiert, so wie man das auch kennt vielleicht aus dem Film, Bar 25 Tage außerhalb der Zeit. Und das war die Abschlussparty. Und das waren 4 Jahre. Und das war so eine Art Paralleluniversum. Das war ein großer Zaun. Da kam auch nicht jeder dann dahinter in den Genuss. Die Bar 25 war auch mit dem Berghain, glaube ich, eine der beiden Clubs, die Berlin international auf die Techno-Tourismus-Landkarte gebracht haben. Auf keinesfalls war Bar 25 irgendwie der erste Club. Es ist eigentlich ein sehr junger Club, aber international irgendwie das Image von Berlin als Partystadt oder in der Bar 25 wurde einfach auch viel erfunden. Die After-Hour, die Clubmate, Wodka in den Clubmate machen und so. Das kam alles daher und das war die Atmosphäre und Partys gingen bekanntlich lange und wenn Partys lange gehen, geht es auch nicht nur um Techno. Dann geht es auch um andere Formen der Unterhaltung, dann geht es um ein bisschen Schlafen, dann geht es um Essen, um Trinken und man baut sich so eine Art Universum auf. Und dann musste man gehen, 2010, wegen dem Projekt, was ich vorher gezeigt hatte, entwickelt von Stabarchitekten, das war ein stadteigenes Grundstück, der BSR hat das gehört und Stabarchitekten hat entwickelt und man musste jetzt gehen. Und zum Glück, also Glück im Unglück, hat man genau auf der anderen Spreeseite sein neues Domizil gefunden. Dann kam der Namenwechsel, Kater Holzig, diesmal war es keine Industriebrache, sondern eine Industrieruine, die man vorgefunden hat und bespielt hat und letztendlich dasselbe von vorn. Man wusste, man muss nach 2 Jahren raus, das hat keinen davon abgehalten, nicht das gesamte Herzblut da reinzustecken und sich das anzueignen, zu transformieren. Restaurant nach 3 Monaten aufgemacht, Abschlussparty. Und das ist mal eine Impression und jetzt gibt es noch einen kleinen Film. Mach, was du willst, versuch durchzusetzen, wovon du träumst und bleib nicht dabei, einfach davon zu träumen, sondern mach's einfach. Schnapp dir deine Freunde, weil mit vielen kann man viel erreichen. Ja, und diese Eigenschaft, also diese Herangehensweise von mach's einfach und kannst deine Träume verwirklichen und so weiter. Das war jetzt sehr hilfreich, weil man musste nicht nur von dem Land runter, sondern gleichzeitig ist was passiert oder auch, ja, ob es Zufall war, weiß nicht, aber gleichzeitig zumindest ist dieses Projekt gescheitert. Also das Projekt, warum sie eigentlich vom Bar 25 landen mussten, ist gescheitert an dem Problem, dass sie keinen Investor gefunden haben. Dass sie keinen Investor gefunden haben für dieses Projekt, liegt vielleicht auch unter anderem an den sehr starken Protesten. Man hat auch mit Schlauchbooten den Investor geblockt, der versucht, die Spree lang zu fahren, wie Greenpeace Walfänger blockt.
Und vielleicht hat es dazu beigetragen. Jedenfalls hat die Clubkultur auch die Mederspray-Proteste bereichert, lustiger gemacht. Und jetzt borge ich mal einen Satz von Charles und Anja tatsächlich, Relevance of Resistance. Hatten wir zwei Veranstaltungen. So wie ich das auch verstehe, ist, dass sich die Frage ganz klar gestellt hat, nicht wogegen sind wir, sondern auch wofür können wir sein. Und dann hat man eine Vision entwickelt und vorgelegt für das Land der Bar 25, die jetzt halt wieder im höchstbietenden Verfahren zum Verkauf stand. Also man hatte kein Geld, aber man hatte eine Vision. Und das ist die Vision, ein Kreativdorf. Letztendlich das, was man, und deswegen habe ich das vorher noch gesagt, wenn die Partys so lang gehen, letztendlich das, was man vorher gemacht hat, aber öffentlich, größer, durchaus institutionalisiert ein bisschen. Auf jeden Fall hatte man kein Geld dafür. Und zwei Tage vor dem Bieterschluss kam dann die Zusage von der Schweizer Pensionsstiftung Abendroth, sich an dem Bieterverfahren zu beteiligen und dann zur großen Überraschung von sowohl Investoren inländisch als auch ausländisch und der Stadt haben die Verrückten im sehr positiven Sinne das Stück, das innerstädtische Land, 20.000 Quadratmeter mit Hilfe der Schweizer Pensionskasse Abendroth gekauft. Und das war eine große Überraschung. Das hätte nicht funktioniert, hätte man sich nicht vorher strukturiert. Das heißt, es gab eine Angst vom Kapital, dass die Kreativen mit dem Kapital nicht so umgehen, wie sie es gewohnt sind mit anderen Klienten. Das ist ja zu Konfetti-Schreddern zum Beispiel. Manche sagen, das wäre tatsächlich passiert. Die Kreativen hatten genau dieselbe Angst vom Kapital, nämlich dass Kapital deren Kreativität micromanaged. Und deswegen hat man Genossenschaften und Bürgervereine gegründet, hauptsächlich zwei Genossenschaften, einen Bürgerverein. Und die beiden Genossenschaften und das genossenschaftliche Modell, und das wisst ihr ja auch, hat einfach den Vorteil, dass man den Kapitalrechte von den Stimmrechten trennen kann. Und ob man jetzt einen Anteil an der Genossenschaft für urbane Kreativität erwirbt oder 50 oder 100, man hat nur ein Stimmrecht. Und das hat uns erlaubt, einen gewissen, in Architektur nennt man das künstlerische Oberleitung, zu behalten. Wie das Quartier, die Architekten lachen, wie das Quartier nachhaltig gestaltet werden kann, trotz großer Kapitalinteressen. Dann wurde das Land in drei Teile gegliedert, Eckwerk, Holzmarkt und Hotel, beziehungsweise Gasthaus. Und das sind drei Erbbaurechtsgesellschaften, die jeweils ihren eigenen Nutzungsvertrag haben mit der Stiftung Abendroth auf 75 Jahre Erbbaupacht. Das heißt, uns gehört nichts, außer jetzt die Gebäude, die draufstehen. Die zahlen wir gerade ab, aber uns gehört das Land nicht. Wir zahlen Erbbaupacht seit dem ersten Tag. Und zum Glück, also wer die Bar 25 und also wer eine Industrieruine und ein Brachland bespielen kann, der weiß auch, wie man ab Tag 1 Erbbaupacht zahlen kann. Nämlich indem man die Türen aufmacht und Musik spielt und Bier verkauft. Und das hat uns geholfen, für die letzten 4 Jahre diese Erbbaupacht zu zahlen. Kurze Impression von 3 oder 4 Monaten nach Kauftag. What means Holzmarkt for the world? So this actually I don't know, but we are invited from all over the world to show what we're doing here because it's something very, very special. The difference is the definition of success. So we don't define success here as maximum profit. We define success as what you see here. Und dann hat man relativ schnell angefangen, das zu machen, was man konnte. Und das sind Räume temporär oder schnell zu bespielen. Man hat wieder ein Restaurant aufgemacht, mittlerweile das dritte. Und jetzt schon zu, jetzt haben wir noch ein größeres. Das Farme nach 3 Monaten. Die Strandbar, die auch immer noch offen hat. Den öffentlichen Fußgängerweg an der Spree und natürlich der Club, jetzt unter dem dritten Namen. Das sind alles Institutionen, die man schnell
eröffnen konnte und die auch jedes Wochenende dort Tausende von Menschen hinbringen. Und uns helfen, die Stadtentwicklung oder die Projektentwicklung, die man da visioniert hat, langsam voranzutreiben. Weil Anke und ich sind auch noch nicht so lange da. Und es sind, also wie gesagt, keine Architekten, keine Projektentwickler, keine Immobilienmakler, keine Stadtplaner, die diese Visionen jetzt tatsächlich umsetzen. Man kann das Stadtentwicklung von unten nennen oder nutzerorientierte, ich weiß es nicht. Aber letztendlich braucht man dafür Zeit und man macht auch Fehler. Aber, und das ist interessant, hier oben von 2012 die Vision, unten das Foto vom Mai diesen Jahres, relativ ähnlich. Oben 2012 die Vision, unten Foto vom Mai diesen Jahres. Also man kam relativ nah ran dann. Und das war nochmal die Abschlussparty der Bar 25 in 2010 und die Eröffnungsparty des Holzmarkts 1. Mai 2017. Wobei eine Sache hier wichtig ist, das sieht relativ gleich aus und das ist schön, dass man quasi, der große Unterschied ist ja, es gibt zwei große Unterschiede. Nummer eins, das war temporär und das ist es nicht. Das heißt, die Leute, die Bar 25 gegründet haben, müssen jetzt drüber nachdenken, wer in der nächsten Generation führt überhaupt dieses Land weiter. Ja? Noch ein großer Unterschied, das war eine geschlossene Veranstaltung. Das ist öffentlich. Wir haben 6.000 Quadratmeter Land der Öffentlichkeit sozusagen gewidmet, Tag und Nacht offen. Und der Spruch, der das eigentlich schön manifestiert, der Yuval ist bekannt dafür, einer der Mitgründer, zu Bar 25 Zeiten hat er gesagt, der einzige Bezug zur Realität, den wir haben, ist das Wetter. Und mittlerweile ist der Spruch an einem Haus, was unser Haupteingang ist. Also ganz, ganz öffentlich und hier eine Impression vom letzten Monat. Man sieht hier den Kindergarten, eine 10 Meter hohe Artistenprobehalle. Wir machen auch unsere eigenen Theaterstücke und man sieht anfänglich hier noch das Haus Dampf, das ist ein Produktionshaus und Produktion ist dort weit gefasst. DJs, die schon immer bei uns gespielt haben, haben jetzt dort ihre Studios, Festivals werden produziert, die Handwerker sitzen da. Das ist unser Marktplatz. Man sieht links den Weinladen, rechts das Café und den Bäcker. Und das ist das gesamte Areal. Also, Holzmarkt in der Mitte. Das Foto habt ihr hier gesehen jetzt. Dann gibt es das Restaurant noch am Wasser, das ist neu. Der Club natürlich. Das Sälchen ist eine Veranstaltungshalle für bis zu 700 Leute. Und dann, darum geht es heute noch nicht, gibt es das Gasthaus auf der rechten Seite, wo jetzt die Strandbar ist, und dann das Eckwerk, ein Gründer- und Studentenzentrum auf der linken Seite. Aber können wir uns ein Bild dazu ansehen, oben das Eckwerk, 55 Geschosse aus Holzhybridbauweise und unten das Gasthaus. So, und abschließend, ich wollte mir nochmal Gedanken machen, was eigentlich der Mehrwert ist, wenn, als Stadtplaner, wenn man wird ja fast überflüssig als Stadtplaner, wenn das alles von unten kommen kann. Musste ich mal drüber nachdenken und wollte mal für mich definieren, was der Mehrwert, wenn wir die Stadtentwicklung von unten machen. Was ist passiert dort, was sonst nicht passiert wäre, außer das, was ihr natürlich jetzt hier schon gesehen habt. Und da können wir gerne in Dialog treten. Zum einen ist eine Herangehensweise dort, die, und das ist ein Beispiel, komme ich gleich zu, die Nutzungsmöglichkeit immer vor Besitz stellt. Also nicht, also das Land wurde ja nicht gekauft oder nicht von den Nutzern gekauft, sondern von der Stiftung Abendroth. Man hat nur das Interesse, das zu nutzen. Und das ist nochmal ein schönes Beispiel. Hier sieht man in Rot die Grundstücksgrenzen. Und das Eckwerk war oben links. Und dann gibt es das Holzmarktgrundstück, geht hier noch weiter. Aber das Wichtige ist, dass die Grundstücksgrenzen durch das Bahnviadukt durchgehen. Und das war ein Konflikt, der seit 20 Jahren Bezirk, Deutsche Bahn und wer ihm auch immer das Grundstück gehört hat, große Probleme bereitet haben. Weil den Teil vom Viadukt, den der Landbesitzer, in dem Fall uns, gehört, theoretisch dürfte die Bahn keine Wartungsarbeiten dort ausführen, nur mit Luftschiffen. Also die dürften theoretisch nicht aufs Land. Wiederum der Teil, der uns nicht gehört, vom Viadukt, dessen Bögen dürfen wir nicht nutzen. Aber
dessen Bögen könnte auch von der Bahn nicht genutzt werden, weil sie kommen ja nicht hin. Das ist einfach, und das ist einfach schade, und das hat noch keiner gelöst. Und wir haben das relativ schnell gelöst, indem wir diese 2000 Quadratmeter Grundstück einfach der Bahn geschenkt haben. Und das hat natürlich Überzeugungskraft gekostet, der Stiftung Abendrot aus der Schweiz, die gerade 20.000 Quadratmeter gekauft hat, zu sagen, gib mal 2000 ab für das Nutzungsrecht aller Bögen für 1 Euro für 75 Jahre. Und damit hat man die Probleme gelöst der Bahn, die einfach nur ihre Züge haben warten wollen, beziehungsweise in der Zukunft ihr Viadukt besitzen wollen und unsere, die wir einfach nur diese Bögen nutzen wollten. Und das ist wunderschöner, das ist unser Büro vom Eckwerk. Das ist das Coworking im Nachbarbogen, das ist ein Fotostudio und dann gibt es noch mobile Krankenhäuser für den Irak. Volker Bartsch hat ein Atelier. Das Restaurant habt ihr gesehen. Wir wissen also, wie diese Bögen zu nutzen und wertzuschätzen. Ein Beispiel von Nutzungsüberbesitzinteresse. Und das haben vorherige Projektentwickler nicht geschafft. Interessant. Zweites Beispiel, die Uferwand. Und manche von euch kennen die Geschichte, aber das war die Uferwand, als wir das Grundstück gekauft haben. Es gehörte die Verpflichtung zu, diese Uferwand zu sanieren. Also der kauft, muss sanieren. Wie man die Uferwand saniert, ist, man baut eine neue Uferwand davor, saniert die alte und dann baut die neue wieder ab. Also man baut letztendlich zwei Uferwände neu. Und die Leute vom Holzmarkt haben sich gefragt, warum? Warum lassen wir die neue nicht einfach drin, schneiden die ab und haben einen Flachufer? Ist doch wunderschön. Es hat 65 Gänge zum Amt gekostet, um rauszubekommen, dass das nicht geht. Es geht eigentlich nicht, weil dann müsste man ja vom Bundeswasseramt ein Stück Wasser mieten. Und das ginge nicht. Ich dachte, warum geht das nicht? Ja, hat A noch keiner gemacht und B, also wenn, dann nur, wenn ihr ein öffentliches Projekt seid und ihr seid der private Entwickler. Aber wir sind an 6000 Quadratmeter am Wasser, sind öffentlich. Okay. Und so dauert es diese 65 Amtgänge, bis einem die Ausreden ausgehen. Und dann war die letzte Antwort, dann müsst ihr 6 Millionen Euro Last in euer Grundbuch eintragen, weil theoretisch könnte das Bundeswasseramt jederzeit kommen und von euch verlangen, dass die Sanierung zu Ende geführt wird. Und das hätte kein Projektentwickler auf der Welt hätte das gemacht. 6 Millionen Euro, ist nahezu die Hälfte des Grundstückskaufpreises, als Last sich ins Grundbuch einzutragen. Aber die Leute haben gesagt, klar, machen wir, kein Problem. Weil die Chance, das Risiko, dass das passiert, wurde eingeschätzt auf überschaubar. Damit würde, also das würde durch die Politik gehen und durch die Medien, wenn dadurch ein Kreativ-, Kultur- und Genossenschaftsprojekt ruiniert werden würde. Und das würde es. Und jetzt sitzt der Bürgermeister dort und freut sich über den Biberausstieg. Ja, und ein normaler Projektentwickler und auch ursprünglich ich als klassisch ausgebildeter Stadtplaner hätte so nicht dran gedacht. Noch ein Beispiel. Das hier sind wir, das ist unser Land. Und drumherum seht ihr, haben wir mal kartiert, Services, die für die Nachbarschaft irgendeine Attraktion haben könnten. Essen, Trinken, Kindergarten, Clubs auch. Kultur, Kino, also alles, was irgendwie, wenn wir durch die Stadt laufen, wir denken, könnte interessant sein. Keine Büros, keine Wohnung und so weiter. Das ist Friedrichshain-Kreuzberg, Boxhagener Kiez. Das ist in Neukölln. Und das ist in Prenzlauer Berg. Ne? Und deswegen lieben wir diese Nachbarschaften, ein unglaublich dichtes Netz an interessanten Sachen da sind. Und wie gesagt, das sind wir. Aber was interessant ist hier, dass ich habe euch vorhin die Fotos gezeigt, die Clubs gehen, die neuen Entwicklungen kommen. Das war alles um uns rum. Und all diese normalen Entwicklungen haben keinen Punkt auf diese Karte gesetzt, weil es halt Wohnungen oder Büros waren. Und mit der Eröffnung des Holzmarkts sieht das jetzt so aus. Es hat noch nicht, jetzt ist immer noch kein Boxhagener Platz oder Reuterkiez, aber man muss schon sagen, dass hier die Stadtentwicklung von unten, einfach weil sie ihre eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt haben und die sich zufälligerweise decken mit den Bedürfnissen der meisten,
Brot, Wein, Kindergarten, es geschafft haben, diese Nachbarschaft dort so zu aktivieren. Wie man das macht, ist, indem man Quartiersgesellschaften gegründet hat, die einen Monopolcharakter haben, also ein exklusives Recht, ihre Dienstleistungen dem gesamten Quartier anzubieten. Das gilt für Essen, Trinken, Veranstaltungen, Energie und Handwerk. Das heißt, egal ob im Hotel, auf dem Holzmarkt oder auf dem Eckwerk, wer eine Veranstaltung machen will, macht das über die Veranstaltungsagentur. Wer dort Getränke haben will, bezieht die über die Quartiersgesellschaft Getränke. Und das erlaubt uns eine gewisse Qualitätskontrolle über das gesamte Quartier. Und das erlaubt uns auch natürlich, preiswerter einzukaufen und wieder preiswerter abzugeben und so weiter. Und nicht jede der Quartiersgesellschaften ist genauso erfolgreich wie die andere, das ist klar, aber die tragen sich dann auch gegenseitig selbst. Also diese Quartiersgesellschaften, nochmal wichtig zu verstehen. Und als dritten Punkt, ich habe beobachtet, dass man beim Eckwerk und beim Holzmarkt sehr oft bereit ist, seinen Kontext zu erfassen und im Verbund zu denken, im Gegensatz zu traditioneller Projektentwicklung und Stadtentwicklung, die oft isoliert ein Projekt darstellt. Das ist eine Lärmkarte. Wir sind an der Deutschen Bahn, ICE, Regionalbahn, 2 S-Bahn. Das ist das Gebiet, ist also extrem laut. Oder es kann extrem laut werden. Wenn man auf dem Marktplatz sitzt und ein Bier trinkt, stört das nicht. Aber wenn wir beim Eckwerk zum Beispiel anfangen, Wohn- und Arbeitsraum herzubauen, dann ist das interessant. Es geht aber nicht nur uns so, es geht vielen Leuten in der Umgebung so. Und bisher, was passiert ist, ist, dass die Projekte, die gebaut haben, bauen einfach sehr teure Fassaden. Klar, weil sie müssen sich davor schützen. Und wir haben jetzt angefangen, uns zusammenzuschließen mit anderen Projektentwicklern und eine Investitionsgemeinschaft Lärm zum Beispiel zu gründen. Und siehe da, wir werden also am Bahnviadukt zusammen, jeder zahlt, weiß nicht, 50.000, 100.000 Euro, am Bahnviadukt Schienenlärmreduzierung machen. Und alle Leute um uns rum, die schon Fassaden haben, freuen sich trotzdem und die noch keine haben, sparen wesentliches Geld. Ganz logische Sache. Vor dem Holzmarkt hat das anscheinend, ich habe in Deutschland auch noch kein Referenzbeispiel gefunden, wie sich Projektentwickler so zusammengeschlossen haben. Dasselbe für Energie. Wir sind hier, hier ist das Heizkraftwerk Berlin-Mitte. Wir haben mit dem Holzmarkt und mit dem Eckwerk 3 Jahre gebraucht, 3 Jahre, um rauszukriegen, dass es leider nachhaltiger ist, sich im Verbund an den Rücklauf des Heizkraftwerks Berlin-Mitte anzuschließen, als Geothermie zu verwenden, Windräder auf die Dächer zu stellen und ein eigenes BHKW zu bauen. Und das wollten wir erst nicht wahrhaben. Natürlich haben wir alles mit allem geplant und verbaut, was in den Textbüchern steht als nachhaltige Energiequellen. Aber in diesem Standort und in der Kraft des Verbunds muss man leider zugeben, dass das Nachhaltigste ist. Also nicht nur das Preiswerteste, sondern tatsächlich das Nachhaltigste. Und das ist das, was um uns herum passiert. Es werden in den nächsten 5 Jahren ungefähr 300.000 Quadratmeter neue Bruttogeschossfläche gebaut. Ich sage, wir sind hier und wir stehen in Verbindung mit allen Projektentwicklern um uns herum, mit Ausnahme von 2 oder 3, die so tief familiär russisch verwurzelt sind, dass man nicht rauskriegt, wer das Grundstück dort bebaut. Und das ist Holzmarkt und das ist der Holzmarkt aus Innensicht und ein bisschen Außensicht und Stadtentwicklungssicht. Gern Fragen, wenn ihr welche habt.